Auch im Historischen Museum der Stadt Regensburg haben sie einen Schatz. Über 600 Gold- und Silbermünzen aus der Römerzeit stellt das Museum aus. Nicht auszudenken, würde so ein Schatz gestohlen werden. Der Materialwert ist relativ gering. Aber die Geschichten, die diese Schätze erzählen, die sind einzigartig. Die erzählen von unserer Vergangenheit und führen in die Zukunft. Nach dem Fall Manching sind sie auch hier nochmal alle Sicherungsmaßnahmen durchgegangen. Details werden nicht genannt, aber die Vitrine mit dem Römerschatz ist fest verankert. Tagsüber haben die Mitarbeiter ein besonderes Auge auf die Münzen. Nachts wacht eine Einbruchmeldeanlage über den Schatz. Hundertprozentige Sicherheit vor einem Einbruch gibt es natürlich nicht unbedingt, aber ich denke doch, dass wir hoffentlich hier gerade in Zusammenarbeit mit der Polizei sehr sicher sind. Der Vorteil, die nächste Polizeistation ist direkt nebenan. Auch Versicherungen haben ein Interesse, dass nichts gestohlen wird. Die Berater schauen sich zuerst an, auf welchen Wegen Personen von außen in das Gebäude kommen können. Außerdem sind moderne Einbruchmeldeanlagen wichtig. Diese müssen auf verschiedenen Wegen Alarm schlagen können, sagen Experten. Entweder kabelgebunden, zum Beispiel über Draht oder über Glasfaser, oder drahtlos über Satellit oder über Mobilfunk. Das heißt, wenn ein Meldeweg ausfällt, steht ein anderer Meldeweg zur Verfügung, um beispielsweise eine Sabotage zu melden. Eine Schwachstelle, die die Einbrecher von Manching möglicherweise mit dem Ausschalten des Glasfasernetzes ausgenutzt haben. Doch auch die beste Alarmanlage hilft nichts, wenn zu viele Personen über die Sicherungsmaßnahmen Bescheid wissen. Wir sehen bei den letzten Ereignissen, die wir aus den Medien kennen, dass Insiderinformationen immer eine Rolle gespielt haben. Und das ist ein Punkt, der in jedem Falle hochkritisch ist. Um ihre Schätze zu schützen, können Museen viel tun. Doch reden sollten sie darüber am besten so wenig wie möglich. Musik